Yun Shin, ich hätte hier mit euch rechnen müssen. Wie kann ich euch dienen, Herr? Kennt ihr euch hier gut aus? Ich habe all diese Lager eingerichtet. Sagt euch diese Karte irgendwas? Wir geben sie den Karrenfahrern, die Nahrung liefern. Sie zeigen, wo die Lager sind, damit alle versorgt werden. Ist das Blut? Ist etwas davon nicht eines eurer Lager? Ich höre Gerüchte, dass sich unsere Leute bekriegen in Ariake. Verräter bedrohen unschuldige Leute. Sie ermordeten die Frauen und Kinder vom Clan Adachi. Ihr könnt sie zur Verantwortung ziehen. Diese Karte zeigt Ariakes Leuchtturm. Wir haben keine Lager dort, aber man sagt, Banditen wären gekommen. Keine Banditen. Etwas Schlimmeres. Fürstin Masako ist eingetroffen. Sie spricht sicherlich lieber mit euch. Was habt ihr erfahren? Das Oberhaupt von Kuta könnte am Leuchtturm sein. Den hat der Adachi-Clan für Ariake gebaut. Der Verräter kennt keine Scham. Sadao hat Leibwachen um sich. Wir kommen nicht unbemerkt an ihn heran. Gut. Der Verräter soll gerade genug Zeit haben, sein Schicksal zu fürchten. Dann los. Warum hat Sadao euch verraten? Ich warf ihm vor, Reis zu stehlen. Aus Profitgier, während unsere Leute hungern. Ihr glaubt, er steckt hinter der Reisknappheit in Kutter? Ich konnte es nie beweisen. Doch es war verheerend. Ich wusste, er verbirgt irgendetwas. Schurken draußen sind Wachen. Der Feigling versteckt sich ganz oben. Sadao! Euer Kopf gehört mir! Da drüben ist irgendwas. Ihr habt Hina getötet, meinen Bruder! Sie starben wegen euch! Ihr hättet mit eurer Familie sterben sollen! Das wünschte ich auch! Fahrt zur Hölle! Ihr habt Sadao getötet. Masako. Er half all meine Liebsten zu töten. Und wofür? Um seinen elenden Hass zu stillen. Als die Mongolen die Samurai besiegten,
wollte ich mit ihnen sterben. Ich stürzte mich wissentlich in eine verlorene Schlacht. Es war leichter. Wie lebt ihr weiter? Ich denke an die Leute, die ich schützen, und die Toten, die ich rächen muss. Dass Adao tot ist, wird der Verantwortliche erfahren, dass ich lebe und ihn jage. Er wird Angst bekommen, einen Fehler machen. Seid vorsichtig, Masako. Ihr auch. Ihr seid nun ein Teil davon. Wir haben alle Verräter auf der Liste gefunden. Bis auf den Samurai, der den Mordbefehl gab. Ich gehe zurück nach Toyotama. Verfolge unsere Schritte. Sucht mich auf, wenn ihr mehr wisst. Irgendwann machen wir einen friedlichen Ausritt. Wo ist Junshin? Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird das. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Junshin? Junshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Los jetzt, Kage. Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako. Ihr tötet Junshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Oh,
Genug! Bastarde, das büßt ihr! Sie haben sie auf Tempelgelände ermordet. Wir müssen Junshin finden. Hier lang. Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Runter! Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jin! Sie könnten den Mönch töten? Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Seine Hand ist nicht mehr. Ich nehme die aus. Holt ihr den Mönch. Bitte! Verstärkt. Seid ihr das? Ich muss Junshin retten. Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Meiner Familie. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind.
Gab mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Der Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako, versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Junshin ist hier. Hier drüben. Der ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata.
Die Samurai sind hier. Wer ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen in Tsushima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Khan und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten, dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Wieder Enchin gelauscht, was? Das einzige, was er sieht. Es ist Zeit, Yuna. Die Samurai sind hier. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Tut mir leid. Taka sollte hier sein. Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest. Als niemand sonst es tat. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss zu Fürst Oka. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Die Zapfen fest, jeden einzelnen! Fürst Sakai. Fürst Oga. Wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Oga-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Lassen wir den Khan lieber nicht warten. Wunderbar. Hm?
Euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt waren. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politik kann warten, bis der Khan tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. Gut gemacht, Jin. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch Hyoso floh mit dem Khan. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr spracht mit dem Khan? Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder... Er starb ehrenvoll. Der Khan wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern. Als Vater und Sohn. Die Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodex. Aber er macht sie auch starr. Durchschaubar, leicht zu brechen. Der Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger von Tsushima! Heute besiegen wir Kotonka! Holen Burg Shimura zurück und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat. Folgt Fürst Shimura zum Sieg!